2014 Steuererhöhung im Kanton Luzern von 1,5 auf 1,6 Einheiten. Nur temporär für 3 Jahre. So hat es tönt aus der Regierung. 2017 Steuererhöhung im Kanton Luzern von 1,6 auf 1,7 Einheiten. Aber nur temporär und für kurze Zeit. So tönt es wieder aus der Regierung und von der CVP und von der FDP. Man kann es glauben, man muss aber nicht. Geschätzte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu der 49. Ausstrahlung von SVP Luzern TV. Heute ganz im Zeichen von der Finanzen und von der Steuern im Kanton Luzern. Dazu begrüße ich den Kantonalpräsidenten. Und wenn es um Finanzen und Steuern geht, dann darf man es heute mal erwähnen. Der Präsident von der nationalrätlichen Finanzsubkommission 1, der Nationalrat Franz Grütter. Ja, Franz, der Regierungsrat hat die Hälfte der Legislatur hinter sich. Die Finanzen sind und bleiben ein heikles Thema im Kanton und sollten ja eigentlich von grossen Parteien mitgetragen werden. Wie heikel ist es, wenn der Finanzdirektor parteilos ist? Und wie fällt deine Zwischenbilanz aus? Ja, also wir haben im Kanton Luzern aus meiner Sicht eine schlechte Zwischenbilanz nach 2 Jahren rein bürgerlicher Regierung. Ich muss sagen, ich hätte wesentlich mehr erwartet. Ich bin nicht zufrieden. Der Kanton Luzern hat das einzige Thema, das er noch hat, sind tatsächlich nur die Finanzen. Und ein grosser Wurf ist bis jetzt nicht gelungen. Es gibt auch keine visionäre neue Ansätze. Wenn ich andere Kantone anschaue, Kanton Zug, wo sehr aktiv ist, auch jetzt wieder probiert, einen Innovationspark in den Kanton zu holen, mit allen Mitteln, die vieles anzieht, muss ich sagen, ist hier ein gewisser Stillstand in dem Kanton Luzern. Und die Finanzpolitik, die haben wir angesprochen, die ist auch nicht gut. Es wird jetzt auch so sein, die Steuervorlage, die jetzt vor das Volk kommt, das wird nicht die letzte sein. Selbst wenn die Steuererhöhung angenommen werden sollte, was ich natürlich nicht hoffe und auch klar der Meinung bin, dass man das muss ablehnen muss, es wird nicht 2 Jahre dauern, müssen wir die Steuern bereits wieder erhöhen, weil das Ausgabenwachstum weiter ansteigt. Es ist keine nachhaltige Sanierung passiert vom Staatshaushalt. Also ich würde gerne positiv sagen, aber eine richtig gute Zwischenbilanz kann man das also nicht nennen von dieser bürgerlichen Regierung. Sie haben jetzt noch mal 2 Jahre Zeit. Die Bevölkerung wird im 19. genau hinschauen. Und ich denke, da müssen sich dann ein paar Regierungsräte vielleicht kritische Fragen gefallen. Mhm. Im Juli 2016 sagen verschiedenste Gewerbler ziemlich genervt, dass sie ein eigenes Gremium gründen und so damit auch geeignete Sparmassnahmen suchen und finden wollen. Also das Vertrauen in die Regierung von diesen Gewerblern sieht schon ein bisschen anders aus. Es ist so, dass auch in den Medien sehr oft nur von den SVP-Referendum geredet wird. Es sind aber sehr viele auch bürgerliche Leute. Es gibt ein unabhängiges Komitee, Gewerbler, die sagen, jetzt muss der Staatshaushalt anders saniert werden. Und ich glaube einfach, wenn man im Staat, wenn man will, dass wirklich ein echtes Sparprogramm kommt, dann muss man im Staat einfach nicht mehr Geld geben. Das ist ja so. Wenn er mehr einnimmt, dann geht er auch mehr aus. Und darum glaube ich, ist es jetzt wichtig, dass ein klares Zeichen gezeigt wird am 21. Mai. Und auch wenn man sieht, Bürgerinnen und Bürger vom Kanton Luzern, was die jetzt zusätzlich an Abgaben leisten müssen, was alles teurer wird im Leben, von der Krankenkasse, über die Motorfahrzeugsteuern, sogar noch die Elektrovelo werden noch teurer. Es steigt, überall steigen die Kosten, die Lebenshaltungskosten an, die Energie will man jetzt auch noch massiv verteuern. Und jetzt noch mehr Steuern obendrauf biegen. Also die Leute haben nicht mehr im Portemonnaie. Und da glaube ich, jetzt ist es an der Zeit, dass jetzt auch hier ein klares Zeichen muss gesetzt werden gegen die Steuererhöhung. Aber trotzdem, also die Gewerbler tun sich kritisch zeigen gegenüber der Regierung, wie ich es vorher erwähnt habe. Aber gleichzeitig könnten die 2 grossen Gewerbeverbände trotzdem nicht einfach ein klares Nein zu dieser Steuererhöhung sagen? Das ist das Problem, dass vielfach in diesen Verbänden nicht mehr die eigentlich, jetzt im Gewerbeverband beispielsweise, hat es zwar dort Gewerblerunternehmer selbstverständlich dabei, aber es hat auch sehr viele nur noch Politiker, die heute sogar ein Mitbestimmungsrecht haben. Und das führt dann zu sehr politischen
Entscheidungen und Parolenfassungen. Tatsache ist aber, und das stimmt mich eigentlich positiv, wenn ich mit der Basis rede, wenn ich mit den Leuten rede, wenn ich sehe, wer jetzt alles in diesem unabhängigen Komitee ist, Unternehmer, wo, Gewerbler, die nicht bei uns in der Partei sind, auch in den Parolenfassungen der Kantonalparteien, ist dann also das überhaupt nicht ein einheitliches Bild. Oder? Also auch die FDP hat haben über 60 Leute haben für uns votiert. Also das Resultat ist also dann alles andere als eindeutig. Ich habe es eingangs von der Sendung erwähnt. 2014 hat man der Bevölkerung eine temporäre Steuererhöhung für 3 Jahre versucht. Also nein, verkauft. 3 Jahre später versucht man es wieder. Auch da wieder. Das Vertrauen ist nicht wirklich da gegenüber der Regierung. Also viele sagen mir ja, wir tögen den Kanton zu Tod sparen, die Zitronen sind ausgepresst. Wenn ich in meinem privaten Haushalt von Sparen rede, dann ist das weniger ausgeben. Wenn in der Politik und auch hier in diesem Fall von Sparen geredet wird, dann heisst das in der Regel, dass das Wachstum der Ausgaben, das weiter wächst, etwas reduziert wird. Und das ist auch im Kanton Luzern der Fall. Es wird also gar nichts hier gespart. Die Ausgaben steigen weiter an, um rund 3%. Und das hat man ein bisschen gedämpft, zum Teil auch mit Mehreinnahmen. Also von zu Tod sparen kann keine Rede sein. Und da muss man vielleicht einfach auch wieder einmal sagen, wenn man von zu Tod sparen redet, ich habe noch nie einen Staat gesehen, der gestorben ist, weil er zu viel gespart hat. Aber es hat schon viele Länder gegeben, die kaputt gegangen sind, weil sie die Ausgaben nicht mehr im Griff hatten. Also das muss man vielleicht auch wieder einmal sagen. Du hast es erwähnt, oder? Es sind ja nicht nur die Steuern, die hochgehen, es sind die Krankenkassen etc., die hochgehen. Es gehen auch, also gewisse Abgaben kann man auch nicht mehr in den Steuern abziehen, wie zum Beispiel Pendlerabzug oder Abzug von Kinderbetreuung etc. Also eine Familie hat zwangsläufig kommt eigentlich in die höhere Steuerklasse ein, auch wenn er keine Lohnerhöhung bekommt, was übrigens eigentlich in den letzten 5 und 10 Jahren sowieso nicht der Fall war in der Privatwirtschaft. Was passiert mit so einer Familie, wo jetzt halt einfach die Steuern neben den Krankenkassenerhöhungen etc. einfach nicht mehr zahlen kann? Ja, es bleibt weniger im Portemonnaie, die Leute können weniger ausgeben, die Leute können weniger in die Ferien, die Kaufkraft sinkt. Also das Gewerbe und die Industrie und der Konsum wird letztendlich auch reduziert. Also es führt zu einer Schwächung. Und wir dürfen nicht vergessen, der Kanton Luzern war einmal eine Steuerhölle gewesen, bis so im Jahr 2000 rum. Ich erinnere mich noch, damals in der Zeitung ist gestanden, ja nicht in Kanton Luzern, Neuzuzüger hat es kaum gegeben. Viele sind abgewandert in die benachbarten Kantone, weil die Steuern dort sehr viel tiefer sind. Und dann hat man die Tiefsteuerstrategie gewählt? Dann hat man eine sehr gute Strategie gewählt. Man ist mit den Steuern runter, man ist mit den Vermögenssteuern runter und hat wirklich den Kanton Luzern wieder auf Vordermann getrimmt. Und jetzt sind wir drauf und dran, wieder in alte Fahrwasser zu kommen. Und ich bin einfach erstaunt, dass bürgerliche Parteien so etwas mittragen. Dass das die Linken immer so haben wollen, ist mir schon klar. Aber dass man da nicht den Mut und Kraft und also Rückgrat hat, das muss ich sagen, ist sehr schwach auf einer CVP. Ja. Also da hätte ich eine andere Politik erwartet. Ja, wichtig ist vor allem auch, dass das Volk über solche wichtige Geschäfte kann abstimmen kann. Ohne Referendum von der SVP wäre das nicht möglich gewesen. Viel zu reden gibt auch das Energiestrategiegesetz 2050. Es ist ja unglaublich. Ohne Referendum ebenfalls von der SVP hätte das Volk, wo schlussendlich die 200 Milliarden Franken, die das Projekt dann würde kosten, ja auch muss zahlen. Also ohne SVP, ohne Referendum, hätte man da nicht mal ein Mitspracherecht gehabt. Erstaunlich. Ja, das war der Wunsch gewesen, wahrscheinlich von vielen Politikern, dass das sang- und klanglos durchgeht. Es ist auch so gemacht, dass das Gesetz jetzt in der ersten Phase relativ harmlos daherkommt. Aber wenn man es liest, was das Gesetz will, dann ist klar, dass der verbrauchte Energiekonsum soll aufs Niveau von 1966 gesenkt werden. Also um 43% soll der Energieverbrauch gesenkt werden. Doris Leuthard hat gesagt, es muss schmerzen. Und wenn man schaut, was das heisst, 43% der Energieverbrauch senken, das geht nur über gigantische neue Abgaben auf Energie. Wir werden den Strom verteuern, wir werden den Benzin verteuern, den Diesel verteuern, das Heizöl verteuern und alles wird viel, viel mehr belastet.
Jetzt gibt es natürlich deren, die dann werden profitieren von Subventionen, von die können Solardächer montieren und so weiter. CVP-Bauern, die jetzt da gerade in der Luzerner Zeitung den Bericht haben. Tatsache ist, die Fördergelder und die Lenkungsabgaben, irgendjemand muss ja die zahlen. Und das irgendjemand, das sind die Leute, die Einwohner, die Bürger, Kleingewerbler, KMUs, müssen das zahlen. Das verteuert auch wieder das Leben. Auch ein Unternehmer hat mir angerufen aus der Ostschweiz, wo mir gesagt hat, los, ich kämpfe wirklich mit dem Euro und wenn jetzt die Energiepreise noch weiter ansteigen, dann muss ich mir wirklich überlegen, ob ich jetzt nicht mein Gewerbe an die Grenze aufstellen soll. Deutschland, wo heute die tiefer Erwerbslosenquote hat als in der Schweiz. Also wir schwächen hier letztendlich mit dem oder dem Wirtschaftsstandort Schweiz. Und das macht mir echte Sorgen. Ich hoffe, dass die Energiestrategie abgelehnt wird. 21. Mai abstimmen. Ich bedanke mich bei dir, Franz, für deine zweitletzte Sendung von SVP Luzern TV und deine stets kompetenten und interessanten Antworten. Und Ihnen, geschätzte Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Das nächste Mal sehen wir uns hoffentlich am 20. Mai im KKL zum 25-jährigen Jubiläum von der SVP Kanton Luzern. Und vor Ort die 50. Ausstrahlung, Franz, von SVP Luzern TV. Bis dann und eine gute Zeit.